Heute für euch die Geschichte des Slug Clubs und all seiner Mitglieder. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit Professor Horace Slughorn und seinem berühmten Slug Club beschäftigen. Ein Club, der sich am besten mit den weisen Worten von Albus Dumbledore beschreiben lässt. Er mag seinen Komfort, er schätzt auch die Gesellschaft der Berühmten, der Erfolgreichen und der Mächtigen. Er genießt das Gefühl, dass er Einfluss auf diese Menschen hat. Er wollte nie selbst auf dem Thron sitzen. Er zieht den Rücksitz vor. Mehr Platz zum Ausbreiten, verstehen Sie? In Hogwarts suchte er sich immer seine Favoriten aus. Manchmal wegen ihres Ehrgeizes oder ihrer Intelligenz, manchmal nach ihrem Charme oder ihrem Talent. Und er hatte ein unheimliches Talent dafür, diejenigen auszuwählen, die in ihren jeweiligen Fachgebieten herausragende Leistungen erbringen würden. Horace bildet eine Art Club seiner Favoriten, in dessen Zentrum er selbst stand, indem er die Mitglieder einander vorstellte, nützliche Kontakte zwischen ihnen knüpfte und im Gegenzug immer irgendeinen Vorteil erntete, sei es eine kostenlose Schachtel seiner Lieblingsananas oder die Möglichkeit, das nächste Junior-Mitglied des Kobold-Verbindungsbüros zu empfehlen. Aber bevor wir uns näher mit diesem Club befassen, sollten wir uns zunächst mit dem Mann hinter ihm beschäftigen, der ihn ins Leben gerufen hat. Horace Slughorn. Professor Horace Eugenius Flaccus Slughorn war ein reinblütiger Zauberer, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurde. In seiner Jugend besuchte Slughorn Hogwarts und wurde dem Haus Slytherin zugeordnet. Während seiner Schulzeit galt er als besonders geschickt in der Kunst der Zaubertrankherstellung. Jahre später, im Jahr 1931, kehrte Slughorn nach Hogwarts zurück, um als Zaubertrankmeister und Leiter des Hauses Slytherin zu dienen. In dieser Position blieb er fast 5 Jahrzehnte lang. Was seine äußere Erscheinung betrifft, so war Slughorn sicherlich kaum zu übersehen. Als wir ihn im Halbblutprinzen zum ersten Mal begegnen, treffen wir auf eine herrliche, überlebensfrohe Person. Ein enorm fetter, halbglatzköpfiger Mann mit einem so riesigen Bauch, dass die Knöpfe an seiner Weste zu platzen drohten. Zusätzlich zu seinem rundlichen Körperbau wurde Slughorn mit einer glänzenden Halbglatze, markanten stachelbeerfarbenen Augen und einem riesigen silbernen walrossartigen Schnurrbart porträtiert. Er war auch dafür bekannt, dass er eine besondere Vorliebe für aufwendige altmodische Kleidung hatte. Er trug tagsüber Westen mit Goldknöpfen und zu Hause luxuriöse Rauchsackos aus Samt. Aber irgendwie schien Slughorns Persönlichkeit immer noch sein übertriebenes Äußeres zu überstrahlen. In erster Linie besaß Slughorn die einzigartige Fähigkeit, die Menschen um ihn herum mit seinem natürlichen Charisma zu bezaubern. Seine überlebensgroße Persönlichkeit zog die Menschen an wie Motten das Licht. Durch sein freundliches Auftreten und seinen ansteckenden Enthusiasmus schuf er eine Aura der Wärme, die dafür sorgte, dass man sich in seiner Gegenwart sofort wohlfühlte. Allerdings war auch ein unerklärlicher Unterton von Eitelkeit in der Luft. Harry war sich nicht sicher, ob er Slughorn mochte oder nicht. Er vermutete, dass er auf seine eigene Art angenehm war, aber er schien auch eitel zu sein. Aber in Slughorn steckte noch viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Denn hinter seinem Äußeren verbarg sich ein äußerst gerissener Geist mit einem scharfen Verstand. Eine der wohl bekanntesten Eigenschaften von Horace Slughorn war sein Talent, außergewöhnliches Potenzial in seinen Schülern zu erkennen. Interessanterweise führte genau diese Fähigkeit dazu, dass Slughorn im Jahr 1981 in den Ruhestand ging. Ein Schüler, der Slughorns Aufmerksamkeit erregte, war Tom Riddle, ein Junge, der später als niemand geringerer als Lord Voldemort bekannt werden sollte. Während Riddles Schulzeit widmete Slughorn viel Zeit der Betreuung von Riddle. An einem schicksalshaften Tag gelang es Riddle, Slughorn so zu manipulieren, dass er ihm Informationen über Horcruxe preisgab. Aus Furcht davor, dass die Menschen dies herausfinden könnten, zog sich Slughorn von seinem Posten an der Schule zurück. Allerdings tauchte Slughorn im Jahr 1996 wieder auf, als Dumbledore ihm die Möglichkeit anbot, Harry Potter zu unterrichten, der zu dieser Zeit vor ihm stand. Beginnen wir nun mit dem Slug Club. Horace Slughorns Slug Club war ein außerschulischer Essens- und Gesellschaftsclub, der aus seinen beliebtesten und berühmtesten Schülern bestand. Der Club eröffnete seinen Mitgliedern einzigartige Möglichkeiten zur Mentorschaft und verschaffte ihnen Zugang zu einflussreichen Kontakten, was ihnen die Türen für zukünftige Erfolge öffnete. Die Ursprünge des Clubs reichen zurück bis zu Slughorns erstem Lehrauftrag an der Schule im Jahr 1931. Slughorn hatte ein ausgeprägtes Gespür dafür, ob jemand das Potenzial hatte, Großes zu erreichen, und war sehr stolz auf die Erfolge seiner Schützlinge. Obwohl in den Büchern und Filmen angedeutet wird, welche Schüler tatsächlich Mitglieder dieses Clubs sind, erhalten wir keine vollständige Liste davon.
Es werden einige Namen genannt und in der Verfilmung wird Slughorns Wand gezeigt, an der er stolz die Mitglieder seines Clubs präsentiert. Aber wir möchten das natürlich etwas genauer wissen, oder? Zu Beginn des Halbblutprinzen weist Dumbledore Harry an, sich darum zu bemühen, von Slughorn auserwählt zu werden. Ich erzähle dir das alles, fuhr Dumbledore fort, nicht um dich gegen Horace oder wie wir ihn jetzt nennen müssen, Professor Slughorn aufzubringen, sondern um dich zu warnen. Er wird zweifellos versuchen, dich für seinen Club zu gewinnen, Harry. Du wärst das Juwel in seiner Sammlung, der Junge, der überlebt hat, oder wie es jetzt heutzutage genannt wird, der Auserwählte. Als Harry Slughorn zum ersten Mal begegnet, weist dieser sofort auf die Ähnlichkeit zwischen Harry und seiner Mutter hin. Slughorn spricht dann über Harrys Mutter Lily und bezeichnet sie als eine seiner absoluten Favoritinnen. Slughorn kann sich nicht länger zurückhalten und zeigt Harry den Weg zu dem Regal, auf dem all seine Lieblinge stehen. Alle meine, wirklich jeder einzelne, sind ehemalige Schüler von mir, erklärte er. Erkennen Sie Barnabas Cuffy, Herausgeber des Tagespropheten? Er nimmt immer meine Eule entgegen, wenn ich meine Meinung zu den aktuellen Nachrichten abgeben möchte. Gwenock Jones, Kapitän der Holyhead Harpies, gibt mir immer Freikarten, wenn ich sie haben möchte. Natürlich war ich seit einiger Zeit nicht mehr bei einem Spiel. Ah, und ja, Regulus Black. Sein älterer Bruder Sirius ist, wie Sie wissen, vor einigen Wochen gestorben. Ich habe die ganze Familie Black unterrichtet, außer Sirius. Das ist wirklich schade, ein äußerst talentierter Junge. Die Art und Weise, wie Slughorn über seine Schüler spricht, lässt es so erscheinen, als seien sie sein Eigentum. Eines ist jedoch unbestreitbar: Alle sind da, um eine Art von Ruhm oder Erfolge zu erlangen. Jetzt hier die Liste mit allen Slugclub-Mitgliedern. Beginnen wir mit Adrian. Adrian war ein Schüler in Slughorns Klasse im Jahr 1978, während seiner ersten Amtszeit als Zaubertränkemeister. Er wurde im Jahr 1960 geboren und pflegte auch nach seinem Abschluss von Hogwarts eine enge Beziehung zu Slughorn. Obwohl Adrian später eine erfolgreiche Karriere als Fotograf beim Tagespropheten machte, hatte Slughorn stets hohe Erwartungen an ihn. Abraxas Malfoy. Abraxas Malfoy war ein reinblütiger Zauberer, der Vater von Lucius Malfoy und der Großvater von Draco Malfoy. Abraxas entwickelte eine enge Freundschaft zu Slughorn, eine Tatsache, die Draco Malfoy später ausnutzen wollte, indem er seinen Großvater erwähnte, um dem Slugclub beizutreten. Es ist nicht bestätigt, ob Abraxas tatsächlich ein Mitglied im Slugclub war oder ob er lediglich sehr gut mit Slughorn befreundet war. Ich kann mir vorstellen, dass er es war, denn sie waren ungefähr im gleichen Alter. Ambrosius Flume. Ambrosius Flume war ein britischer Zauberer und Geschäftsinhaber. Er fungierte als Besitzer des beliebten Süßwarenladens Honigtopf in Hogsmeade. Obwohl Flume den Laden leitete, war er nicht der ursprüngliche Eigentümer, da der Laden erst im Jahr 1641 eröffnet wurde. Der Honigtopf ist unter anderem für seine berühmten Bertie Botts Bohnen bekannt. Als nächstes haben wir Avery. Avery war ein reinblütiger Zauberer, der zur gleichen Zeit wie Tom Riddle die Hogwarts-Schule besuchte. Er war Mitglied von Tom Riddles Gruppe, die später zu den ersten Todessern wurde und als die Ritter von Walpurgis bekannt waren. Avery gehörte dem Haus Slytherin an und ist tatsächlich in der Verfilmung ganz kurz zu sehen, in diesem Bild hier. Barnabas Cuffy. Barnabas Cuffy war ein reinblütiger Zauberer, der zum Chefredakteur des Tagespropheten wurde. Es wird vermutet, dass Cuffy der Vorgesetzte von Adrian war, einem weiteren Mitglied des Slugclubs. Um dem Club beizutreten, ist anzunehmen, dass Cuffy entweder ein herausragender Schüler war oder aus einem berühmten magischen Umfeld stammte. Wie wir von Horace Slughorn mitbekommen, sagte er, er nimmt immer meine Eule entgegen, wenn ich meine Meinung zu den aktuellen Nachrichten abgeben möchte. Das beweist, dass er ein treues Mitglied des Slugclubs war, denn Barnabas Cuffy hatte eine gute Beziehung zu Horace Slughorn. Als nächstes haben wir Blaise Sabini. Blaise Sabini war ein reinblütiger Zauberer, der Hogwarts etwa zur gleichen Zeit wie Harry Potter besuchte. Er gehörte dem Haus Slytherin an und verstand sich gut mit Draco Malfoy und seiner Gruppe. Blaise war ein eher ruhiger Junge, der meist für sich blieb, obwohl er bei verschiedenen Gelegenheiten seine starken Vorurteile gegenüber Muggeln, Muggelgeborenen und Blutsverrätern zum Ausdruck brachte. Cormac McLaggen. Cormac McLaggen ist ein britischer reinblütiger Zauberer und Mitglied der Familie McLaggen, die Slughorn sehr gut kannte, und deswegen ist er auch Mitglied des Slugclubs. Wir kennen ihn jedoch als denjenigen, der Hermine Granger angemacht hat. Dahlia F. Dahlia F. ist in der Verfilmung des Halbblutprinzen auf Slughorns Wand zu sehen. Es ist wahrscheinlich, dass sie eine Opernsängerin war, denn auf dem Bild in seinem Regal trägt sie ein komplettes Wikingermädchenkostüm. Es wurde spekuliert, dass ihr vollständiger Name Dahlia Fleur Perry ist, jedoch ist das nicht bestätigt. Als nächstes haben wir Dirk Cresswell.
Dirk Cresswell war ein muggelstämmiger Zauberer und wurde der Leiter des Kobold-Verbindungsbüros im Zaubereiministerium. Während der Übernahme des Ministeriums durch Lord Voldemort versuchte Cresswell seine Abstammung zu verbergen, indem er einen Familienstammbaum fälschte. Jedoch wurde er später entlarvt. Cresswell wurde schließlich während seiner Flucht von Räubern ermordet. Als nächstes haben wir Eldred Warple. Eldred Warple war ein reinblütiger Zauberer und Mitglied des Slugclubs, der später als erfolgreicher Schriftsteller Karriere machte. Er ist in der Verfilmung des Halbblutprinzen beim Weihnachtsessen zu sehen. Warple war mit einem Vampir namens Sanguni befreundet und verfasste ein Buch mit dem Titel Blutsbrüder – Mein Leben unter den Vampiren. Als nächstes haben wir Flora Carrow. Flora Carrow war eine britische Hexe und gehörte dem Haus Slytherin an. Obwohl es nicht ausdrücklich erwähnt wird, könnte man schon annehmen, dass sie auf irgendeine Weise mit den Todessern Alecto und Amicus Carrow verwandt ist. Es ist wahrscheinlich, dass Flora und ihre Schwester Hestia aufgrund ihres reinblütigen Erbes Mitglieder des Slugclubs waren. Ginny Weasley. Ginny Weasley war eine reinblütige Hexe und Mitglied der Familie Weasley, als Schwester von Bill, Charlie, Percy, Fred, George und Ron. Ginny sollte Großes erreichen und wurde schließlich eine professionelle Quidditch-Spielerin. Sie heiratete auch Harry Potter und das Paar bekam 3 Kinder, James, Albus und Lily. Geoc Jones. Geoc Jones war eine walisische Hexe, die im Jahr 1979 ihre Ausbildung in Hogwarts begann. Geoc ist in der Verfilmung des Halbblutprinzen auf Slughorns Regal zu sehen. Nach ihrem Abschluss in Hogwarts wurde Geoc Kapitänin der walisischen Quidditch-Mannschaft, den Holyhead Harpies. Harry Potter. Ich lasse hier ein wenig die Einleitung aus, aber Harry wurde Mitglied im Slughorn Club, nachdem er es geschafft hatte, von Horace gesammelt zu werden. Dies erreichte er, indem er Slughorns Zaubertränkeunterricht mit Hilfe des Zaubertrankbuches des Halbblutprinzen überdurchschnittlich gut abschnitt. Trotz Harrys Talent ist es jedoch wahrscheinlich, dass Slughorn ihn irgendwann herausgepickt hätte, unabhängig davon, wie gut er in der Klasse war, aufgrund von seiner Vorgeschichte. Als nächstes haben wir natürlich Hermine Granger. Hermine war eine muggelstämmige Hexe und Mitglied des berühmten Trios, das aus Ronald Weasley, Harry Potter und Hermine Granger bestand. Sie zeichnete sich als äußerst begabte Hexe aus und war bei weitem die beste Schülerin ihres Jahrgangs. Aufgrund ihres herausragenden Talentes wurde sie unvermeidlich von Horace Slughorn für seinen Slughorn ausgewählt. Und was besonders beeindruckend ist, dass Slughorn eigentlich gegenüber Muggelgeborenen etwas voreingenommen war. Hermine erreichte schließlich den Rang der Zaubereiministerin. Als nächstes haben wir Hestia Carrow. Hestia Carrow ist die Schwester von Flora Carrow und ein weiteres Mitglied der Carrow-Familie. Ähnlich wie bei Flora ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie mit den Todessern Amicus und Alecto Carrow verwandt ist und in Verbindung steht. Als nächstes haben wir Lily Evans. Lily Evans war eine muggelstämmige Hexe und die Mutter von Harry Potter. Sie war eine beeindruckende Hexe mit besonderem Talent in Zaubertränke, was sie zu einer der Lieblingsschülerinnen von Slughorn machte. Als Voldemort versuchte, sie und ihre Familie zu ermorden, zauberte sie den berühmten Opferschutz, der Harrys Leben rettete und Voldemort für eine gewisse Zeit außer Gefecht setzte. Lucius Malfoy. Lucius Malfoy war ein reinblütiger Zauberer aus der berühmten Malfoy-Familie. Er war der Vater von Draco Malfoy und der Sohn von Abraxas Malfoy, einem Freund Slughorns. Es wird gesagt, dass Lucius während seiner Schulzeit eine außergewöhnliche Begabung für Zaubertränke zeigte. Obwohl Lucius viele Jahre lang ein loyaler Todesser war, liefen er und seine Familie schließlich von der Organisation der Todesser über. Melinda Bobbin. Melinda Bobbin war eine britische Hexe, die zur gleichen Zeit wie das Trio Hogwarts besuchte. Die Familie Bobbin besaß eine große Apothekenkette, allein aus diesem Grund wurde sie in den Slugclub eingeladen. Theodore Nott. Nott war ein reinblütiger Zauberer und einer der frühesten Todesser. Die Familie Nott gehörte zu den unantastbaren 28, den 28 reinblütigen britischen Familien, die in den 1930er Jahren noch als wirklich reinblütig galten. Nott war vermutlich ein Mitglied von Tom Riddles Bande und ein langjähriger Freund von Slughorn. Später brachte Slughorn die Verbindung zu Nott ab, da dieser im Dienste der Todesser unvorstellbare Dinge tun sollte. Regulus Black. Regulus Black war ein reinblütiger Zauberer und Mitglied der berühmten Familie Black. Er war der Sohn von Orion und Walburga Black, sowie der jüngere Bruder von Sirius Black. Regulus gehörte dem Haus Slytherin an und wurde später Sucher der Quidditch-Mannschaft. In der Verfilmung von Halbblutprinz zeigte Slughorn Harry ein Foto von ihm und Regulus. Severus Snape.
Severus Snape war ein Halbblutzauberer, Meister der Zaubertränke, Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste sowie Hogwarts-Schulleiter und ein Überläufer zu den Todessern. Snape wurde aufgrund seines offensichtlichen Talents in der Kunst der Zaubertrankherstellung in den Slug Club eingeladen. Während seiner Schulzeit in Hogwarts gab sich Snape den Decknamen der Halbblutprinz und notierte alle möglichen Tipps und Tricks in seinem Exemplar der fortgeschrittenen Zaubertrankherstellung. Harry fand später Snapes Exemplar dieses Buches. Als nächstes haben wir keinen anderen als Tom Riddle. Tom Riddle ist auch als der dunkle Lord Voldemort bekannt. Riddle war wie Harry einer von Slughorns absoluten Lieblingsschülern. Während seiner Schulzeit in Hogwarts war Riddle ein sehr beeindruckender Schüler mit einer unvergleichlichen Lernfähigkeit. Es gibt jedoch einen bestimmten Zweig der Magie, den Riddle vielleicht ein wenig zu viel gelernt hat. Es wurde geäußert, dass Slughorn dafür verantwortlich war, Riddle mit Informationen über Horcruxe zu versorgen, die für Voldemorts Aufstieg zur Macht entscheidend waren. Neville Longbottom. Das letzte Mitglied von Horace Slughorns Slug Club ist Neville Longbottom. Dieser wurde aufgrund seiner Begabung in Kräuterkunde ausgewählt, dem Club beizutreten. Und das tat er natürlich. Und das war's schon mit dem Slug Club. Von seiner exklusiven Mitgliedschaft bis zu den unschätzbaren Möglichkeiten, die er bietet, ist diese Gruppe ein Höhepunkt der Hogwarts-Erfahrung. Wie wir am eigenen Weg von Slughorn sehen können, haben diese Verbindungen, die wir mit den Menschen um uns herum pflegen, die Kraft, unsere Wege zu formen und unsere Perspektiven zu verändern. Und genau das hat dieser Club getan. Und das war's mit diesem Video. Wenn ich irgendein Mitglied des Slug Clubs vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.